Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief, oh yeah. Und ich habe gerade den Schreck meines Lebens bekommen, als auf YouTube gerade eine Werbung losgegangen ist mit Horrormusik, mit Monstern und alles mögliche. Ich bin richtig zusammengezuckt und da mein Headset gleichzeitig mit der Xbox und dem PC verbunden ist, kann ich den Sound aus dem PC auch hören. Falls irgendwas kommt, wie zum Beispiel, dass ich einen Hörer, dass ein Update kommt oder irgendwas. Und als die Musik kam, bin ich erstmal ordentlich zusammengezuckt, weil ich dachte, okay, jetzt geht's ab. Hab auf Pause gedrückt und hab gecheckt, okay, die Musik geht ja irgendwie weiter. Und bin auf Desktop zurückgekehrt und hab gesehen, ja, da läuft ja Werbung. Vielen Dank, YouTube, dass du mir meinen zweiten Herzinfarkt heute beschert hast. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. So, wir werden jetzt aus dieser Sicht mal verschwinden und hoffen, dass hier nichts passiert. Nichts hier, ne? Mir gefällt nicht, dass die Sachen da oben offen sind. Oh, ich dachte, die Tür ist zugegangen. Ich dachte, die Tür ist zugegangen, ey. Das sollte ich mir merken für den Fall der Fälle, dass irgendwo was zu ist. Ich mag verschlossene Türen nicht. Ich dachte, ich hätte gerade eine Person gesehen. Muss ich mich voll getäuscht haben. Und wenn ich nachher meine Aufnahme bearbeite und das tatsächlich eine Person, dann werde ich erstmal nach oben laufen, nach draußen in den Garten und schreien, Hilfe, Hilfe, Polizei. Die werde ich wahrscheinlich da brauchen, um mich dann in so eine Klapsis schicken zu lassen. Das war vorher nicht da. Oh Mann, ey. Wir sind gleich. Nach dieser Folge sind wir mittlerweile eine Stunde in diesem Bereich. Und meine Nerven sind schon so ziemlich im Arsch. Ich muss irgendwann demnächst eine rauchen gehen, damit ich wieder zur Besinnung komme. Weil das ist genau das, was ich brauchen werde. Da komme ich jetzt schlecht hin, oder? Das ist nur eine Mohnblume. Bücher, an denen ich es geschrieben steht. Seht ihr dasselbe wie ich? Das ist nicht gut. Das ist so gar nicht gut. Und da muss ich wahrscheinlich in die Richtung hin, wa? Nützt ja alles nichts. Notizen des Berichterstatters. Patient 14. Der Wachmann beobachtet durch das Fenster. Beobachtet durch Fenster und verfolgt Fremde. In Einzelzelle untergebracht. Patient 53, der Bäcker, eingewiesen wegen heißer Haut, Behandlung, Hydrotherapie. Patientin 63, die Tänzerin, Mörderin, die Patientin. Da fehlt aber, ne, so ein Enter-Ding ins Kirchens, ne? Die Patientin 79, malträtiert. Ach so, Patientin 63 hat die Patientin 79 malträtiert. Schamlos, promiskultiv. Regelmäßige Sitzungen mit Handfeld, Behandlung unbekannt. Patient 31, der Archivar. Unkontrollierbarer Drang zum Diebstahl. Hin und wieder Elektrotherapie. Ach, das ist doch bestimmt unser Genosse, ne? Patient 22, Vater, der Herzog. Gilt als sehr gefährlich. Verwandt mit dem Schutzherrn. Das größte Geheimnis neben 18. Setze Recherche fort. 18, sind wir vielleicht 18? Sind wir einfach nur ein Wahnsinniger, der jetzt hier durch die Gegend streift und glaubt, er ist ein Meisterdieb? Ich mag hier jetzt nicht rausschauen. Oh Gott. Was ist das da für ein Hans?
Dieses Zimmer müssen wir rein, ne? Und vermutlich... Warte mal, wir kamen doch von da hinten. Leute, steht mir jetzt bei. Ich werde jetzt direkt auf ihn zugehen. Spricht hier. Was soll das? Ist nicht in Ordnung. War das mit Absicht gerade so stark? Sollte das Ding uns ablenken? Kranke Scheiße hier, ey. Kranke Scheiße, ja? Ich werde hier noch aggressiv bei, ey. Ich vermute mal, dass ich da hin muss. Ja, Freunde. Was? Warum? Warum? Ich schwör's euch, Leute, nach meiner Aufnahme werde ich Gronkh ansehen, wie er sich hier in die Hosen scheißt. So sieht's aus. So und nicht anders. Ich will das sehen, wie er hier durchdreht. Und ich werde hier sämtliche Let's Player durchgucken, die auch so durchdrehen wie ich. Zum Scherben. Es tut mir leid, falls ihr euch gerade erschreckt habt, weil ich so laut war. Versuche es, glaube ich, nachher beim Bearbeiten runterzusetzen. Oh mein Gott, das gefällt mir gar nicht hier, ey. Ich meine, langsam bin ich hier abgehärtet hier, ne? Ich meine, ich habe jetzt alles erlebt. Und da ist es nichts gekommen. Nichts ist gekommen. Die quälen mich einfach nur hier. Ich will da nicht durchschauen. Also es ist einfach nur, um den Spieler zu quälen, weil... Nee, es war vorher nicht da. Die wollen einfach nur den Spieler quälen. Mit dieser fucking Mission. Denken sich, och, der hatte ja jetzt ganz viele Kapitel ganz ruhig und gechillt gehabt, weißt du? Setzen wir ihm mal so ein Horror-Szenario hin. Gucken, wie er reagiert. Behandlung mit Hitze und Kälte. Das Symptom Melancholie wird uns von den Pflegern am häufigsten gemeldet. Doch dafür gibt es eine ebenso simple wie effektive Behandlungsmethode. Körperregionen, die bei Berührung Abwehrreaktionen zeigen oder feucht werden, müssen extremer Hitze ausgesetzt werden. Trockenere Abschnitte der Haut hingegen, die sich als lebhaft erweisen, als dies sterblichen Fleische zukommt, werden durch wiederholten Eintauchen des Patienten in ein Gefäß behandelt, das mit Wasser knapp über dem Gefrierpunkt gefüllt ist. Denn die Kälte entzieht dem fraglichen Körperteil jenen Starrsinn, der die Stimmung des Patienten trübt. Die sind doch krank, kein Wunder, dass die hier alles so verfickt kranke Geister sind, ey. Wenn die so gequält werden, ich will da nicht durchschauen. Mohn. Die Augen. Na los, blinzel. Ich weiß, dass du blinzelst. Wir suchen... Moment. Das ist ein Schlüsselloch, wo ein Auge durchguckt. Wir müssen anscheinend diesen Raum hier betreten. Oder einen ähnlichen. So, wir sprechen ganz kurz ab. Mir geht gerade wieder ein bisschen die Sause.
So. Schauen wir noch mal durch. Aber da komme ich doch nicht rein. Ah. Das ist zu gefährlich. Sie war nicht tot. Sie ist hier in die Klapse eingeliefert worden. Himmel, nein. Die Tür ist offen. Aaron, wieso machst du das mit mir? Was zum Teufel habe ich dir getan? Patientennotizen. Oh, Ruhe und Frieden. Dankeschön, Gott, dass ich mich hier einmal kurz ausruhen kann. Patientennotizen. 8.3.842 nach... Ich weiß es immer noch nicht. Patientin 79. Halluziniert zunehmend von Dämonen in den Ecken. Empfehle kognitive Therapie mit Dr. Statement zur Beruhigung. 12.3.842. Patientin 14. Hat erneut Löcher in seine Wände gebohrt, Verlegung nach M7 und Aufsicht. Empfehle Entfernung von Kabeln und Messern bei den Mahlzeiten, um Wiederholung zu verhindern. Lärmschwankungen verstören Lärmverschwankungen verstörten Patienten 16 und brachten ihn dazu, in unregelmäßigen Abständen zu schreien. 22.03.842 nach irgendwas. Patientin 78 besteht weiterhin darauf, dass sie gesund und ihre Einlieferung ein Irrtum ist. Empfehle Lobotomie, falls sie diese Ansicht beibehält. Patient 45 ist der beste Beweis dafür, dass die Prozedur ein durchschlagender Erfolg ist. Achso, zuerst denken die, sie gehören nicht hier rein und dann denken, sie gehören der hier rein. Toller Erfolg, ja. Gut gemacht. 24.03.842 nach irgendwas. Dr. Handfield unterliegt weiterhin den Irrglauben, ihm solle die Leitung der gesamten Heilanstalt unterstellen. Empfehle dringend, dass er seinen Kopf aus dem Arsch zieht und aufhört, Vorschläge zur Lobotomie in die Unterlagen zu kritzeln, wenn ich gerade nicht im Dienst bin. Weiter geht's durch die Horrortour. Wer will noch nicht, wer hat noch mal? Nee, anders. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Ich bin schon vollkommen verstört, ey. Ihr merkt schon am Lesen, ich kann kaum noch richtig lesen, weil ich komplett verstört bin. Man bedenke die Aufnahmen, bevor ich hier in dieses Irrenland... Ich kann kaum noch richtig reden. Bevor ich in Irrenanstalt gekommen bin. Aber redet gerade. Hast Ärger. Aber was hast du getan? Zeig's mir. Nein, zeig's mir nicht! Gott verdammt. Warum soll das? Was soll denn das? Ewige Blumen? Was habe ich die denn gefunden? Achso, das sind Sammlerstücke. Ich wollte Dokumente gucken. Hä? Nein, ich drücke mal eins zu früh. So, was war denn hier? Abwesenheit. Nein, Lager, ich habe heute beschlossen. Nein, Unterhaltung. Behandlung, Lektionen. Was haben wir denn zuletzt bekommen? Patientenverlegung. Ah. Es schmerzt mich, deine Anfrage bestätigen zu müssen, dass Patientin 18 wie befürchtet in Zimmer 3F Behandlung ertragen muss. Ich dachte, wir hätten die Tür zu dieser Kammer des Schreckens schon vor Jahren versiegelt. Das Subjekt ist auf Anweisung von Baron Northcrest persönlich für selektive Experimente klassifiziert worden. Aaron, was machen die mit dir? Dies ist das letzte Mal, dass ich Patienten dorthin verlege. Sie brauchen Ärzte, keine Metzger. Handfield wird das Subjekt übernehmen. Ich habe Mitleid mit dem Mädchen. Turlow.
Hoffentlich finden wir sie irgendwo in ihrem Wahnsinn Frieden. Sie hat dann anscheinend so viel von dieser Ladung abbekommen, von diesem komischen Zeug, was wir auch haben. Dass sie völlig wahnsinnig wurde. So wie ich. Erneut aggressive Verhalten. Alle Patienten zeigen in letzter Zeit zunehmend aggressive Verhalten. Wir hatten ähnliche Vorfälle schon letztes Jahr, als Patientin 18 in der Isolation war. Aber sie endeten nach ihrer Verlegung in die Reformierung. Die jetzigen Auffälligkeiten weisen jedoch beunruhigende Ähnlichkeiten auf. Patientin 82 hat mich heute Morgen sogar angeknurrt, als ich ihr das Frühstück brachte. Ein Kind sollte derartige Geräusche gar nicht machen können. Uns bleibt nur, uns weiterhin so gut wie möglich um sie alle zu kümmern. Ich jedenfalls werde nicht mehr dafür verantwortlich sein, dass Patienten in Huntfields Schlachthaus kommen. Huntfield hat sie umgebracht, oder was? Oh Gott, wenn ich jetzt hier rausgehe, geht's richtig ab bestimmt, ne? Ich will hier nicht sein. Ich will hier nicht sein. Tralalilala. Der Stuhl war hier nicht vorher. Wo kommst du her, Stuhl? Vorher warst du nicht hier. Na komm, ziehen wir uns hier mal die Mohnblume rein. Jetzt muss ich mich hier auch noch durchpressen, oder was? Oh. Hass! So pressen wir uns hier mal durch. Hier haben wir ja unseren beliebten Balken, den ich hasse, wie abartig irgendwas anderes. Ich dachte schon, der Stuhl schwebt in der Luft, aber tut er nicht. Begib dich hinunter zum Behandlungsstockwerk. Vertraulichkeit. Mit dem Passieren dieses Punktes tritt eine Vertraulichkeitserklärung in Kraft. Die experimentellen Techniken bleiben das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Wer diese Technik kopiert, macht sich gemäß des Medizingesetzes von 839 nach Robert des Verrats schuldig. Aha. Na komm, erkunden wir hier noch alles. Ich bin sowieso schon ein bisschen abgehärtet. Egal, was hier passiert, das kann mich nicht mehr treffen. Was haben wir denn hier? Eine Spitze. Huh. Na gut, das war's schon. Zum Glück brauchen wir hier nicht mehr zu erkunden. Wir haben auch die Hälfte dieser Irrenanstalt nicht besucht. Was auch vollkommen in Ordnung ist. Kein Problem, man muss nicht immer alles suchen. Vor allem, wenn man keine panische Angst vor allem hat hier. Ich sag euch, die Flucht hier raus, die wird grauenhaft. Von wo kam das? Ich mag dieses Level nicht. So Leute, wir haben mal wieder überzogen. Sorry, wir werden die nächste Folge dann wahrscheinlich kürzer machen. Die wird dann irgendwie 10 Minuten ausfallen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, Leute. Euer Zero. Tschüss.